Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Alaska und der 500er Karte. Wir haben Tag Nummer 17 und wir stehen auf Rang 46 mit 12 Siegpunkten. Wir steigen langsam empor im Ranking und gestern habe ich hier nichts zu aufgenommen, denn ich muss sagen, es ist schwierig hier aufzunehmen, weil die langen Wege durch die sibirische Tundra und Taiga natürlich heißen, dass hier nicht viel passiert und wir seit Tagen uns hier durch die Provinz Welen kämpfen. Wir sind vor 3 Tagen hier gelandet, glaube ich, war das schon, und haben jetzt erst heute oder gestern genauer gesagt, so letzter Tag, aber heute am Erdtag, hier oben endlich mal Pevek eingenommen, die erste Provinz, und immer noch nicht Berengowski. Wir pushen da jetzt gerade erst richtig rein. Die dicke Festung war hier ein Problem. Die Artis kommen jetzt langsam auch endlich hin. Es ist also wirklich, es ist unfassbar schwer, eine sehr schwere Geburt, aber wir kommen jetzt endlich vorwärts. Die Provinzen sind einfach so ungöttlich riesig. Aber ja, wir kommen jetzt vorwärts. Es schmerzt, aber wir machen jetzt endlich mal 2, 3 Provinzen hier gut. Das ist im Großen und Ganzen nicht viel, aber es fühlt sich trotzdem gut an, denn wir haben natürlich weitere Pläne und die Provinzen werden auch langsam etwas kleiner. Und mit etwas kleiner meine ich dann eben, das ist die Provinz einer solchen Größe hier, was dann etwa nur noch vielleicht 10 Provinzen in Europa entspricht und nicht mehr 30. Das ist eine kleine Provinz hier oben. Dann können wir auch vielleicht hier noch diese Nation einnehmen, Okhotsk, die jetzt übrigens auch versucht, hier sich weiter auszubreiten. Die haben jetzt auch sogar Kamenskoje eingenommen, also die sind auch aktiv, suchen ja auch weiter ihr Gebiet zu erweitern. Aktuell Henan, größtenteils busy mit 9 Kriegen. Alter, okay, ja, die machen wirklich einiges. Gerade busy vor allem auch an den Philippinen, nimmt hier gerade Mindanao ein. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit, können auf jeden Fall noch weiter expandieren, da freue ich mich sehr drauf und hier noch Gebiete für uns sichern. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als wir dachten. Das wäre schön, noch das hier zu haben. Das wäre so toll, das wären so viele schöne Gebiete hier auch. Auch Kohle, das brauchen wir so dringend. 3 Kohlegebiete, ja. Ich würde mich sehr freuen, denn es ist selten, dass wir an Tag 17 noch Minus haben sollten hier oben. Obwohl wir ja freie, theoretische Expansion haben hier drüben, niemand, der uns aufhält. Es ist einfach so unfassbar schwierig, hier durchzukommen, durch die ganzen Permafrostböden und Wälder hier. Im fernen, fernen Osten von Sibirien. Aber ja, wir werden jetzt die Festung bombardieren, werden die Truppen rauslocken, haben das hier oben auch gemacht, Truppen rausgelockt aus Pevek und damit dann die Feinde besiegt, werden das hier ähnlich tun, uns hier vorbereiten, unsere Truppen schon mal abspalten und dann eben diese Stadt angreifen. Morgen in Pevek bauen wir auch noch nicht, aber werden jetzt bauen die Eisenbahn, das wird nämlich super schön sein für uns, und in Uelen bauen wir bereits eine Eisenbahn. Das macht schon Sinn, das ist die beste Eisenbahn im Game, die man bauen kann. In Fort Alexander ist heute auch der Hafen fertig geworden. Das heißt, hier wird es jetzt Zeit, eine Fabrik auf Level 4 aufzurüsten, endlich. Was auch heißt, wir müssen mal kurz schauen, dass wir uns Öl kaufen. Da haben wir ja gerade genug Geld für, können auch unser ganzes Getreide wieder verkaufen. Fisch leider gerade gar nichts wert. Aua, und auch generell, der Preis für Getreide ist ebenfalls gesunken. Das ist schlecht für uns, denn wir sind davon abhängig, dass wir unser Getreide verkaufen können. Der weltweite Getreidepreis ist für uns essentiell für unsere Ökonomie. Aber trotzdem, wir kriegen das hin, wir können jetzt erstmal hier unsere Fabrik bauen und dann können wir auch endlich unseren ersten Kreuzer bauen. Mit Öl, das wir gerade noch kaufen werden. Zack, und dann kann der Kreuzer auch gebaut werden. Ich freue mich. Und dann können wir vielleicht auch sogar mal gucken, dass wir eventuell nach Sand Island kommen. Ich würde mich so freuen. Wir ziehen mal ein paar Truppen zusammen. Das machen wir aber vielleicht doch erst morgen, wenn dann der Kreuzer auch bald fertig ist. Ziehen dann Truppen zusammen für eine Invasion. Können ja schon mal hier 10.000... welche nach Süden schicken, hier so hin, dann können die mit dem Kreuzer sie sammeln und dann in 3 Wochen irgendwann auch da unten ankommen. Das ist der Gedanke, so soll es laufen. Aber erstmal jetzt eben zieht alles, was wir haben, Richtung Sibirien, Richtung Russland, um hier weiter vorzurücken. Denn wir wollen da ja eine permanente Basis aufbauen in Ogowigamut. Da ist auch noch was nötig, nämlich ein weiterer Ausbau von Truppen. Und ich denke, da wäre jetzt möglich, was eigentlich? Wir haben nicht viel Geld, können also nur ein bisschen Öl kaufen. 1400, das ist schon mal ganz schön. Wir können auf über 3000 aufsteigen. Können jetzt hier auch einen Panzer bauen und das mache ich auch mal. Einen Tank. Und dann haben wir ja auch schon einen schweren Panzer, der heute fertig wurde. Und damit auch schon mal eine ganz gut diversifizierte Armee. Ich denke, das ist sehr schön. Ein Blick zu unseren Allies zeigt aber auch, wie weit wir da zurückhinken. Die haben schon U-Boote und Kreuzer und große Arti-Armeen. Das ist wirklich schlimm. Wir kommen nicht wirklich vorwärts. Aber das war ja auch zu erwarten und ich habe auch übrigens mal unserem Ally hier, Point Moody, die Koalitionsleaderrechte übergeben. Wortlos, auch nicht auf sein Bestreben, sondern auf meins hin. Denn ich wollte einfach nicht mehr selbst verantwortlich sein. Ich sah es auch nicht als
justifiziert an, dass wir hier oben als kleine Nation die Geschicke der Koalition leiten. Ich denke, das können sie besser machen als wir, denn sie haben einfach mehr aktuelle Aktivität hier in Amerika. Sie kennen die Leute besser, sie kennen ja sogar Tamaulipas. Also ich hoffe, dass sie vielleicht einfach irgendwas in die Wege leiten können und nicht eben wir das tun müssen, weil ich sehe uns da einfach nicht funktionieren. Wir haben nicht die Kontakte, wir haben bereits versucht, Kontakt aufzubauen. Keiner will zu wirklich, von daher, ich denke, Point Moody macht das besser. Und die breiten sich ja auch immer weiter aus, stehen jetzt bereits vor Kalifornien. Und es gab ja auch Kommentare, die meinten, hey, mach doch da einfach mit. Mach doch mit Point Moody, greif hier Kalifornien an und so weiter. Das ist eine Option, quasi ein Expeditionstrupp, der eben auch Provinzen für uns sichert. Das ist eine Option. Aber ja, es ist immer so ein bisschen Border Gore, den ich immer sehr, sehr schwer zu überblicken finde. Das ist immer so ein bisschen das Nervige, wenn dann eben verschiedene Nationen auch für die Wartung von Infrastruktur in diesen Gebieten verantwortlich sind. Immer sehr schwierig, das dann so zu managen. Gerade in den großen Kriegen später habe ich immer gerne alles unter einer Fahne. Und ich denke, wir werden hier drüben viel zu tun haben. Wir sind auf jeden Fall auf einer guten Mission. Klar sind wir hoffnungslos unterlegen gegen Nationen wie Henan und Co. Aber wir können eben viel, sehr viel Zeit kaufen. Wir können diese großen Provinzen nutzen. Ihr wisst ja, Defensive ist mein Favorite Ding. Wir können hier so viel rausholen. Das ist ein absoluter Traum in der Defensive, diese Gebiete hier. Die großen Provinzen, gerade Uelen hier. Es ist halt absolut fantastisch, was wir hier alles machen können. Und ich denke, da liegt unsere Hauptaufgabe einfach drin. Wir können hier so viel bewerkstelligen, wenn wir es schaffen, das richtig aufzubauen. Und da müssen wir alle Ressourcen funneln nach Sibirien. Und das ist, denke ich, einfach zu essentiell. Da können wir uns nicht ablenken lassen. Und unsere Allies machen das ja auch gut. Auch hier oben jetzt der Angriff auf Fort Enterprise. Die machen das schon ganz gut. Ich bin da sehr stolz auf unsere Allies und wir werden sicher noch weitere finden, die uns auch helfen können. Derweil sollten wir auch mal so ein bisschen mehr in die Welt blicken, denn es wäre ja für uns auch spannend zu wissen, was hier eigentlich passiert. Und klar ist, also der jetzt schon eigentlich feststehende Gewinner dieser Karte sind hier Kalabrien und China, nicht China, Griechenland, China auch wahrscheinlich. Die beiden hier in Europa haben jetzt einfach fast ganz Mitteleuropa oder haben eigentlich schon ganz Mitteleuropa gesichert. Es ist wirklich also unfassbar, was hier passiert. Skandinavien wird auch bald fallen, das gleiche Blau hier, aber das ist trotzdem auch bald ein Griechenland Blau. Kalabrien ist riesig und ist ja auch ein sehr häufig gesehener Gast der größten Nationen. Ich glaube, in jeder Runde, die ich hatte mit in dieser Karte, war immer Kalabrien stark, einfach weil es eine geile Position ist. Ich habe auch einmal Kalabrien gespielt, es gab mal eine... Einmal, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab seitdem, es gab einmal eine 500er Speedmap, also irgendwie 16-fache Geschwindigkeit oder sogar mehr vielleicht, also wirklich eine richtig schnelle Speedmap auf dieser Karte und ich war, meine ich, Kalabrien und ich habe dann eben hier auch sogar ganz Italien, also im Süden zumindest, alles bis nach Rom hier oben so gehabt, das war alles mein Gebiet und auch die libysche Nordküste und dann aber war ich auch in einer Koalition gewesen mit ein paar Leuten hier und da. Spanien war es, glaube ich, auch gewesen. Das ist schon eine Weile her, war irgendwie in 2019, glaube ich. Und dann gab es hier ein riesiges Land aus Frankreich, das dann auch hier bis nach Norditalien vorgerückt war. Und also wirklich Millionen an Gold eingesetzt habe. War der krasseste Goldmarkeinsatz, den ich jemals gesehen habe. In jeder Stadt sind sofort Level 4 Fabriken entstanden, alle Gebäude auf Max, Level 5 Festungen, alles sofort, jede Stadt, die sie eingenommen haben, ist sofort maximal ausgebaut gewesen und direkt 100 Artis gespammt. Es war unfassbar, es war wirklich ein unfassbarer Einsatz. Habe ich noch nie vorher erlebt, noch nie seitdem erlebt, aber da hat einfach jemand Millionen Gold in die Hand genommen und einfach gewonnen, das war unfassbar. Also gewonnen ist ein starkes Wort, er hat verloren am Ende, weil er hat zwar gewonnen hier und mich auch besiegt, aber ich habe dann eben hier in Libyen noch ausgehalten, die Runde war ja auf irgendwie eine Woche beschränkt in Zeit, habe in Libyen überlebt und er wurde besiegt tatsächlich, er wurde besiegt, das ist also wirklich ein Zeichen dafür, dass einfach Gold nicht immer so viel zu heißen hat, selbst die größten Goldeinsätze kann man immer besiegen. Aber das ist besides the point, ich will nicht ablenken, denn es gibt ja andere Sachen zu besprechen, zum Beispiel hier unten, Afrika ist immer noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier gibt es auch jetzt keine Koalition. Ja, genau, das ist ein bisschen weird. Hier ist niemand organisiert. Also halt gar nicht so. Keine Koalition, nichts. Das ist spannend. Die sind vermutlich organisiert, aber sie sagen es nur keinem. Davon gehe ich aus. In Südamerika auch da immer noch die größten Nationen ohne Koalition. Scheint generell hier gang und gäbe zu sein, dass man sich erst sehr spät Koalitionen anschließt. Macht aber auch Sinn, weil die meisten Koalitionen des Early Game eh nicht überleben. Desto größer die Karte, desto weniger ist eine Koalition wert im Early Game. Auf der 31er zum Beispiel ist eine Koalition eigentlich immer standhaft, also auch nach dem Early Game, weil es eben nur so wenige Nationen gibt. Auf der 100er Karte ist es schon teilweise ein bisschen ein Wechsel. In der Regel halten sie aber nicht immer.
Und auf dieser Karte kann man halt eine lokale Koalition auch nicht vergessen, weil wenn du dich jetzt hier mit den kleinen lokalen Nachbarn verbündest, bist du halt einfach irrelevant im großen Gesamtspiel. Und du musst halt irgendwann schauen, okay, wer ist eigentlich stark in Amerika? Und brauche ich dann Ally? Das ist auch für uns wichtig, jetzt vielleicht sich hier mit dem Inca Empire zu alliieren. All solche Sachen sind auf jeden Fall immer eine Option. Und ich wurde ja auch kritisiert dafür, dass ich so viel spreche, dass ich immer so viel erzähle noch und das Let's Play in die Länge ziehe. Aber das ist ja alles auch ernst gemeint. Ich will ein bisschen mit euch sprechen über die ganzen Sachen, die ich mache und über die Erfahrungen, die ich habe und was hier so passiert. Ich finde, das Spiel ist ja auch spannend darin, dass man diese ganzen Geschichten auch sehen kann und dass eben jede Runde auch eine Geschichte erzählt. Und man kann daraus lernen und besser werden. Und deshalb mache ich das, weil ich einfach Bock habe, mit euch darüber zu sprechen. Dafür ist auch dieser YouTube-Kanal da, weil ich einfach Bock habe zu reden. Und deshalb hört ihr mir zu, weil ich einfach wirklich teilweise ein bisschen zu viel rede. Aber das, da müsst ihr mit leben, das ist einfach so, wie ich hier auf diesem Kanal sein werde. Gut, damit haben wir das auch durch und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.